Heute ist wieder kein Wind, aber wir wollen weiter, deswegen starten wir unter Motor von New Orleansund Richtung Magdalenenfjorden. Das sind knapp 50 Seemeilen, die wir heute zurücklegen wollen, aber dann sind wir ein großes Stück weiter nach Norden und wollen dort oben uns noch die Inseln anschauen. Nochmal ein Blick über die Gletscher, die sich hier ins Meer ergießen. Wir werden auf dem Rückweg noch mal hinfahren, näher hinfahren. Jetzt geht es weiter nach Norden, vorbei an den Eisbergen, die hier rumtreiben. Da geht's rum und dann rechts nach Norden. Wenn wir mal so einen Eisberg aus der Nähe anschauen. Auf der anderen Seite geht das Eis noch ziemlich weit unter Wasser nach vorne. Ja. Hier muss man aufpassen. Aber der ist irgendwie so groß wie unser Schiff. Wasser. Boah. Schon beeindruckend. Der ist ein bisschen größer als unser Schiff. Nach vorne. Mach das doch. Nochmal Eisberg vor Forschungsstation New Orleansund. Die große Halbinsel im Nordwesten von Spitzbergen heißt Albertiland und die Westküste von Albertiland hat 7 Gletscher, die einfach durchnummeriert sind. Das ist der erste Brenn, dann kommt der andere Brenn, da hinten der dritte Brenn und so geht es weiter. Bis kurz vor die Einfahrt in den Fjord, wo wir heute hin wollen, in den Magdalenenfjord. Und dort am Ende ist dann der Waggonbreen. Endlich scheint mal wieder die Sonne und es wird auch sofort warm im Sonnenschein. Wir sind immer noch an der Westküste von nördlichen Spitzbergen. Jetzt kommt der vierte Breen. An der 7 Gletscherküste. Aber schauen wir noch mal die Sonne an. Viel schöner. Richtig warm. Hier geht's in die Hamburg-Bugda. Nur leider ist diese Einfahrt hier nur 2 Meter tief und wir haben gerade Niedrigwasser. Das heißt, wir brauchen es leider nicht versuchen, da reinzukommen. So neugierig wir natürlich auch wären. Aber man kann sich mal rantasten. Da ist die Einfahrt. Und da ist eine kreisrunde, nahezu kreisrunde Bucht, die aber sehr tief ist. Also das ist wahrscheinlich eher für größere Schiffe, wobei man da nicht weiß, wie die da reinkommen sollen. Also es ist ein witziger Hafen, nur man tut sich schwer, dort vor Anker zu gehen.
Wir versuchen jetzt gerade mal in diese Hamburg-Bucht da reinzufahren, die angeblich eine Schwelle hat vorne mit 2 Meter Tiefe. Wir sind jetzt fast da. Ich weiß nicht genau, wie tief es hier schon ist. Die Bucht dahinter ist kreisrund und wir sind jetzt praktisch in der Einfahrt. Jetzt konnte ich es mir doch nicht verkneifen, den Versuch zu machen, hier reinzufahren. Die flachste Stelle war bei 2 Meter unterm Kiel, also doch nicht so schlimm wie angegeben. Und jetzt sind wir hier in der Hamburg-Bucht da. Eine kleine Rundfahrt in der Hamburg-Bucht da. Kerstin glaubt, sie hat eine Robbe oder sowas erspäht. Ja. Jetzt machen wir hier einen Kringel und dann fahren wir wieder raus. Also es bewegt sich, es ist kein Stein. Aber ich denke, da muss man näher hinfahren. Aber das ist die Hamburg-Bucht da. Da hinten ist die Einfahrt und das ist ein wirklich sicherer Platz. Schön. Wir sind hier um den Höhlfjellet herumgefahren, haben sogar ein bisschen blauen Himmel, fahren jetzt in den Magdalenenfjorden und dort vorne diese Landzunge, das ist Graf Neset und dahinter ist unser Ankerplatz. Wenn man weiter rumschaut, sieht man hier links schon Danskreuer, eine Insel noch weiter nördlich und dahinter weiß ich nicht, ob man die schon sehen kann. Also auf jeden Fall Danskreuer mit Virgoham im Norden, das ist das nächste Ziel. Aber jetzt erstmal Magdalenefjorden. Hier ist die Anfahrt zu unserem Ankerplatz. Hinter Graf Neset. Hier sieht man Denkmäler, Grabsteine, da ist ein kleiner Friedhof, deswegen heißt das hier auch Graf Neset. Und hinter dieser kleinen Landzunge gibt es einen tollen Ankerplatz. Mit dieser spektakulären Rundumsicht. 11 Gletscher waren das mal hier. Sieht nur noch die Reste. Hier zum Beispiel die Endmoränen. Kann man sich vorstellen, wie der Gletscher mal ausgesehen hat.